Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier wieder bei E-Video Nummer 51 mit dem Karriereagenten Industrie, wo wir uns jetzt befinden. Und ja, wir schauen mal rein, was wir heute zu tun haben. Ach ja, das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon nachgesehen. Wir haben die Aufgabe, Tritanium zu besorgen. 7000 Einheiten. Ja, okay. Dafür müssen wir ein bisschen Feldspar abbauen, das ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Das heißt, wir akzeptieren jetzt die Mission. Zum Abschließen dieser Mission benötigen Sie eine Frachtkapazität von insgesamt 70 Einheiten. Ihr aktives Schiff hat im Frachtraum aber nur noch Platz für 50. Dennoch annehmen. Ja, klar, erstmal annehmen. Ist der leer? Ist der leer? Ach, der hat nur 50, ne? Gut, das ist nicht schlimm. Wenn wir sie abgeben müssen, können wir da eine andere, können wir ein anderes Schiff nehmen. Wir haben ja hier noch, um die Mission dann beenden zu können, haben wir hier ja noch die Wreath. Und die wird mit Sicherheit genügend Frachtraum haben für die Geschichte. Also, ja. Erstmal besorgen wir uns jetzt Tritanium. Wie sieht denn das? Tritanium, ne? So, ja. Wir besorgen uns erstmal Feldspar. Der ist ausgerüstet, das ist okay. Wir docken mal ab und gucken, dass wir jetzt hoffentlich in den Asteroidengürteln noch was finden. Ich hatte ja schon in dem einen oder anderen Video erklärt, immer so, wenn der Server runterfährt, dann ist das ein bisschen schwierig mit dem Finden von irgendwelchen Asteroiden in den entsprechenden Gürteln. Jetzt kommt erstmal wieder nichts. Ich sehe wieder schwarz. Ich sehe richtig schwarz. Jo, da sind wir. Wir nehmen mal einen in der Mitte. Ich habe immer so ein bisschen Sorge. Oben die ersten, das sind die, die immer sehr schnell leer sind. Wir fliegen einfach mal dahin. Auf geht's. Jo. Das wird natürlich jetzt einen ganz kleinen Moment dauern. Weil ich muss jetzt erstmal gucken. So, können wir hier mal umschalten und einfach mal hier ranfliegen. Was brauchen wir? Feldspar brauchen wir. Haben wir noch was Besseres als nur... Ja, guck mal hier, da kommt nämlich mehr bei raus. Das habe ich auch schon erklärt. Concentrated Feldspar hat eine höhere Ausbeute. Also nehmen wir das jetzt einfach mal. Da fliegen wir mal fix hin. Wir machen mal den Nachbrenner an, damit es ein bisschen schneller geht. Und bauen dann mal eben ganz fix unser Erz hier ab, um dann entsprechend Tritanium draus zu machen. Halt, wir können anhalten, wir sind dicht genug dran. Und wir hauen unsere Miner halt mal an. Und füllen unseren Erzfrachtraum. So, das wird natürlich jetzt einen kleinen Moment dauern. Das kann man natürlich, indem man seine Skills im Bereich des Abbaus ausbaut, kann man das natürlich beschleunigen, weil dann pro Circle, also pro Umkreisung hier mehr abgebaut wird. Aber dies hier kann jetzt mal so einen Moment dauern. Ich habe jetzt natürlich habe ich wieder den Umrechnungsfaktor nicht im Kopf, wie viel Feldspar wir eigentlich brauchen, um das Tritanium zu bekommen. Ich muss gleich mal gucken, wenn wir das erste drin haben. Da ist die nächste Runde schon rum. Haben wir auch mal wieder ein etwas längeres Video. Ich glaube, wir hätten sogar im Prinzip, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hätten wir, glaube ich, sogar in der Station noch genügend Feldspar gehabt. Ja, wir machen den mal so. Wir versuchen es mal mit 1000. Ich hab's gerade echt nicht mehr im Kopf. Echt nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich mich mit der Aufbereitung, muss ich ehrlich zugeben, auch mit Aufbereitung nicht so viel befasse. Ich bin halt, also wenn ich abbaue, ich habe keinen Charakter, der wirklich gescheite Aufbereitungsskills hätte. Das heißt also, für mich ist das immer, ich baue das ab und verkaufe das dann so, wie es ist. Einfach um ein bisschen Geld zu ISK zu machen. Ich habe mich mit Aufbereitung auch nur bedingt wirklich beschäftigt und deswegen habe ich die Sachen da auch so nicht im Kopf. Wir nehmen mal 1000 mit, das müsste glaube ich schon reichen. Das müsste glaube ich schon dicke reichen. Das heißt, wir warten mal noch einen Moment und dann passt das schon. Dann passt das schon.
60 Sekunden jeweils. Eine Umkreisung hier, ein Circle. Was bauen wir denn ab? 97 pro 60 Sekunden. Okay. Wie gesagt, kann man mit den entsprechenden Skills deutlich erhöhen. Dann geht das auch ein bisschen schneller. So, dann lassen wir dann mal noch mal einmal circlen und dann machen wir mal den Weg zurück. Wobei mich, also mir erschließt sich jetzt diese Mission auch wieder nicht so ganz, weil das haben wir jetzt eigentlich auch schon oft genug gehabt, so von wegen flieg irgendwo hin und baue irgendwas ab. Das haben wir ja auch schon oft genug gehabt. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass dieses ganze Karriere- und Missionssystem einfach ein bisschen überarbeitet werden müsste eigentlich. Es ist einfach, ja, es ist, ja, also gut am Anfang so echt einfache Missionen, das ist klar, das ist auch logisch, das verstehe ich auch. Aber irgendwie dann später darf es dann eigentlich ruhig mal ein bisschen anspruchsvoller werden. Vielleicht ist es aber auch wieder nur subjektiv so für mein eigenes Befinden, ich weiß es nicht. Ich bin da manchmal sehr zwiegespalten mit mir selbst. Ja, das reicht schon. Ich denke, wir sollten. Jetzt sehe ich. Oh, haben wir nicht ausgestellt. Jetzt sehe ich hier, wir müssten noch zu dieser Position. Das habe ich gerade auch mal wieder übersehen. Dann, wir warpen da nochmal eben hin, dass wir an der Position waren. Aktiv. Habe ich auch wieder übersehen. Alter Verwalter, ey, manchmal. Fliegen da mal eben hin. Sonst kriegen wir die Mission gleich wieder nicht abgegeben, weil es dann heißt. Ja, das ist jetzt ja schon wieder. Sie brauchen 7000 Tritanium in Ihrem Frachtraum. Ja, gut, aber hier kann ich jetzt ja auch nur Feldspar abbauen. Das ist ja auch schon wieder irgendwie. Komm, wir bauen hier nochmal ein bisschen was ab. Ich glaube zwar nicht, dass das einen Einfluss hat, aber. Nehmen wir hier noch einen Circle mit und dann ist gut. So. So. Weil wie gesagt, in dieses Schiff passt es nicht rein. Tritanium gehört nicht in den Erzfrachtraum, sondern das gehört in den normalen Frachtraum. Hier, da haben wir nur 50, das heißt, wir müssen gleich sowieso, wenn wir das aufbereitet haben, das Schiff mal wechseln, damit wir das überhaupt irgendwo hinpacken können. Aber das geht schon. Das ist auch nicht so schlimm. Ja, so reicht, denke ich. Und aus, alle stapeln. Ach, weil, ja, okay, das ist Feldspar, okay, ist egal. Das eine ist Feldspar, das andere, das kann man nicht stapeln. Das andere ist Concentrated Feldspar. Das ist halt so. So, wir fliegen zurück. Wir docken hier an. Bereiten das ganze Gelumpe auf. Ein bisschen Tritanium haben wir ja auch noch, wobei das nicht so viel ist mit 400 und. Sollte das jetzt nicht reichen, würde ich halt hier nochmal einbauen. Das war im Markt den Rest kaufen. Das geht ja auch. Man kann das ja auch kaufen. An dem Missionsort waren wir jetzt ja. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Mission letztendlich dann erfolgreich zu erledigen. Aber wenn man so ein bisschen Spaß hat, und das sollte bei Eve ja eigentlich gegeben sein, durch die Gegend zu fliegen, dann. Kann man das halt machen. Aber ihr merkt halt schon, so im Asteroidengürtel zu stehen und da die Erze abzubauen, ja, dafür muss man so ein bisschen, ich glaube, dafür muss man wirklich so ein bisschen geboren sein. Also ich habe immer so ein bisschen das Thema, wenn ich das dann mache, gerade abends, wenn man dann mal noch ein bisschen zockt, ich habe immer so das Problem, dass ich irgendwann einschlafe dabei, weil da einfach nichts passiert. Ja, man steht halt da und man meinert und dann fallen einem irgendwann die Augen zu und ja, was soll ich sagen? So, Gegenstände. Wir öffnen unseren Gegenstandshanger. Wir packen das da rein. Jetzt bereiten wir das auf. 3, 2, 1. Ja, guck mal hier, das sind schon 20.000. Ha! Junge, 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 Junge. Das reicht ja locker. Alles klar. So, und jetzt müssen wir das Schiff wechseln, weil in den Frachtraum passt das Ganze halt einfach nicht rein und es muss halt im Frachtraum sein. Das heißt, wir suchen unser Schiff und zwar hier die Wreath. Das ist ja ein Transportschiff. Die aktivieren wir jetzt. Öffnen hier den Frachtraum. Gehen zurück zu den Gegenständen.
und packen unser Tritanium, was wir jetzt irgendwo hier haben sollten, da rein. Da. Und ihr seht, da passt natürlich ordentlich. Der hat einen Frachtraum von 3000 Kubikmetern. Ne? Das ist natürlich schon. Das geht schon. Wir quatschen den jetzt mal an. So, und jetzt können wir das abschließen. Hä? Weitere Informationen finden Sie in Ihrem. Ja, aber wir waren doch da. Wir waren doch da. Ihr habt es gesehen, oder? Wir waren da. Was hat er denn jetzt? Waren da Drohnen? Hat einer von euch da Drohnen gesehen? Hier steht, ich soll Raubdrohnen zerstören. Okay, dann machen wir das mal. Ich habe keine Raubdrohnen gesehen. Hat einer von euch Raubdrohnen gesehen? Ich habe keine gesehen. Was geht ab? Okay, wir fliegen da mal hin. Wir fliegen hin. Ach so, warte mal gucken. Ausrüstung. Ja, alles gut. Können wir machen. Wir fliegen da hin. Ja, wir nehmen natürlich jetzt die Thrasher mit, um die Raubdrohnen zu zerstören. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe da keine gesehen. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht geguckt, wenn ich jetzt ehrlich bin, weil ich auch die Missionsbeschreibung. Ja, ich habe es nicht richtig gelesen. Ach, guck mal, hier sind wirklich Raubdrohnen. Ist ja witzig. Wieso haben die uns denn nicht angegriffen? Ja. Dann bitte. Eigentlich müssten die uns angreifen. Ja, so, alles klar. Gucken, ob wir was looten können. Können wir nicht. Ach, komm schon, Mann. Wir können aber. Zerwälschen können wir. Nehmen wir das nämlich auch noch mit. Was haben wir denn hier überhaupt im Frachtraum? Nur Munition, okay. Alles klar. Aber jetzt habe ich zumindest ein paar Dinge, die ich rausschneiden kann in dem anderen Video. Ach, der ist zu weit weg. 5000 Meter brauchen wir. Wir sind ein bisschen weit weg an der Stelle. 3, 2, 1 und 0. So. Leute, mein Kaffee ist alle. Das war eigentlich nicht der Plan. Haben wir was gefunden gerade? Ich habe es nicht gesehen. Haben wir nicht. Schade. Aber jetzt. Ja, immerhin ein bisschen, ne? So, jetzt aber weg hier. Habe ich eben echt nicht gesehen, die Raubdrohnen. Habe ich wirklich nicht gesehen. Jetzt müssen wir das Schiff wieder wechseln, weil da ist ja unser Tritanium drin und jetzt sollten wir die Mission auch abgeben können. Ja, jetzt steht da auch Gespräch beginnen. Also habe ich eben Bullshit erzählt. So, liebe Leute, damit haben wir die Mission 4 von 10 auch beendet. Ne, 5 von 10 sogar schon. Nein, 4 von 10, das ist jetzt die nächste 5 von 10. 4 von 10 auch erledigt beim Thema Industrie, Karriereagent Industrie. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich freue mich auf das nächste Video und wie immer an dieser Stelle, fly safe.